Kölner EC gegen Mannheimer EAC. Das Topspiel der Eishockey-Bundesliga ist der Auftakt zu einem ungewöhnlichen Sportsonntag bei Premiere. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Kölner Eisstadion. 4,5 Stunden lang werden wir Sie heute über all das informieren, was interessant ist im Sport an diesem Wochenende. Zum Beispiel über dieses Spitzenspiel der Eishockey-Bundesliga und über das internationale Hallenfußballturnier in Berlin. Bei dem ist ja seit Freitag, das konnten Sie bei Premiere bei uns also sehen, die Crème de la Crème am Start. Und dann werden wir natürlich Ihnen auch Ausschnitte zeigen vom letzten, vom neuesten Schwergewichtsboxkampf aus den USA. Sie haben es im Vorspann gesehen. George Foreman hat wieder einmal geboxt gegen den Südafrikaner Pierre Kötzer. Wie wird der Ablauf sein? Wir beginnen hier beim Eishockey live, das ist klar, zu ungewohnter Uhrzeit, eine Stunde früher als sonst. Und das liegt am Berliner Hallenfußballturnier. Und genau dorthin schalten wir auch in den Drittelpausen vom Eishockey. Und im Anschluss daran gehen wir dann natürlich sofort live zur Entscheidung des Hallenturniers nach Berlin. Und die Kollegen aus Berlin zeigen Ihnen dann auch die Bilder vom Boxkampf. So, wir wollen in Köln beginnen mit dem Eishockey. Die Halle ist schon ganz gut gefüllt, die Stimmung ist sehr gut. Köln gegen Mannheim und da sind die Kölner natürlich Favorit. Das zeigt auch die Statistik, der direkte Vergleich aus den letzten 10 Jahren. Da gab es 58 Spiele, 33 Mal siegte der momentane Tabellenzweite aus Köln. Mannheim gewann 14 Mal, 11 Mal trennte man sich unentschieden. Und dabei gab es immer wieder diese Torfolge 0-1, 1-1, 1-2. Das heißt, das sind die Zwischenergebnisse in dieser Saison. Der Mannheimer ERC ging jedes Mal 1-0 und 2-1 in Führung. Der KEC konnte jedes Mal zum 1-1 ausgleichen. Einmal siegte Mannheim, einmal Köln, einmal trennte man sich unentschieden. Wie es heute ausgeht, das erfahren Sie direkt live aus dem Kölner Eisstadion. Unsere Reporter sind Alois Schloder und Wolfgang Büttner. Das ist schon ein komisches Gefühl in dieser Stadt. Als wir gestern angekommen sind, im Hotel gab es eine Karnevalssitzung. Und dann sind wir essen gegangen und sehr viele Menschen waren schon unterwegs mit Ringelsöckchen und Ringel-T-Shirts. Also Karnevalszeit in Köln. Aber Alois Schloder, ich glaube, das ist im Eishockey nicht so ein großes Problem wie im Fußball. Ich denke an den ersten FC Köln. Ja gut, in Köln wird ja auch schon einige Jahre Bundesliga Eishockey gespielt und der Spielplan sieht ja immer Freitag, Sonntag Spiele vor. Also ich glaube, die Eishockey-Profis in Köln wissen, wo es lang geht. Also mit dem Karneval oder Fasching haben sie also wenig zu tun. Und außerdem, in 38 Tagen ist alles vorbei, Aschermittwoch. Schauen wir mal, mit welchen Aufstellungen beide Teams heute aufs Eis gehen. Zuerst natürlich wie immer der Gast vom Mannheimer ERC. Im Tor heute Peter Franke, die etatmäßige Nummer 1, Beppo Schlickenrieder, nur auf der Bank. Das Problem vielleicht heute die Verteidigung, denn nur 4 Verteidiger, Harold Preiss und Toni Plattner. Der Paradesturm, Jiří Lala, Peter Dreiseitel, Dieter Willmann. Verteidiger Nummer 3 und 4, Mike Heid und Wenschi Sebek. Die anderen beiden sind verletzt, dazu später ein Wort. Pakula, Quenz und Obresa im zweiten Sturm. Und der dritte Sturm, Mario Gehrig, Markus Kohl und George Fritz. Der vierte Sturm, Jiří Pohner, wird kaum spielen können, er hat an der Hüfte Schmerzen. Und der Junior, Serikov. Jiří Kochter, der Trainer. Und der Kölner EC, Peppi Heiß, am Freitagabend Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Jörg Meyer und Andy Pokorny in der ersten Verteidigung. Der Russensturm, Igor Dorochin, Ravil Khaidarov und Christoph Sandner. Christoph Sandner natürlich kein Russe. Die zweite Verteidigung, Heinrich Schiffel, Carsten Mende. Der zweite Sturm, Thomas Brandl, Miro Sikora und Peter Quasigroch. Jürgen Schulz und Frank Hohenadel in der dritten Verteidigung. Dobczynski, Leo Stefan und Steiger, der dritte Sturm. Und Peter Luther, erst zweimal eingesetzt. Er soll heute eventuell zum Einsatz kommen. Der vierte Sturm spielt sicher Robert Hock, Andi Lupzig und das Nordlicht Stefan Nötzl. Trainer Wladimir Wassiljew, der Erfolgstrainer in Köln. Und nun kann das Spiel beginnen. Die Kölner traditionell in Rot und Weiß. Von links nach rechts.
gut gefüllt. Ich schätze mal, sicherlich 5000 sind schon hier. Einige werden noch kommen. Ungewöhnlich frühe Anfangszeit fürs Eishockey, aber die Kölner beweisen, dass das kein Problem ist. Peter Dreiseitel am Bulli und an der blauen Linie lauert nicht im Bild Jerzy Lala. Und schon die erste Strafzeit. Peter Radosay, der Schiedsrichter, schickt zwei Spieler hinaus, jeweils einen. Ja, das eine ist der Harald Kreis in einem Zweikampf. Nummer 3 und Nummer 21, jeweils 2 für übertriebene Härte. Sie hörten die Stimme von Peter Radosay, dem Schiedsrichter. Also die Nummer 3 ist Harald Kreis von Mannheim und die Nummer 21 Ravil Khaidarov vom Kölner EC. Das ist Harald Kreis, der Kapitän der Mannheimer. Abseits, ich glaube, es wäre mal an der Zeit, kurz unseren Fakt ist abzurufen. Fakt ist, der Kölner EC ist der Blitzstarter der Liga. Das heißt, in den ersten beiden Minuten jedes Drittels haben die Kölner in dieser Saison schon 14 Tore erzielt. Mehr als jeder andere Verein. Und nachdem erst ein paar Sekunden gespielt sind, genau 43, ist immer noch höchste Alarmstufe für den Mannheimer ERC. 14 Tore in den ersten beiden Minuten, Alois Schloder. Kann man so etwas trainieren? Ja gut, ich wollte gerade sagen, da steht zwar ein russischer Trainer an der Bande, aber diese Dinge probiert man natürlich in Kanada. Mike Hyde, Tor! Und? Genau andersherum ging der Schuss los. Mike Hyde überwindet Peppi Heiß, sein 7. Saisontreffer. Nummer 7 auf 20 und 4. Ja, da hat sich Mike Hyde an der blauen Linie durchgesetzt. 4 gegen 4 Situation, er war nicht ganz unhaltbar. Hier nochmal. Ich glaube, zwischen die Beine geht er. Peppi Heiß geht runter. Ja, und vom Schützer prallt er ab und geht ins Tor. Hier aus der Helmkamera. Peppi Heiß trägt sie heute. Und da unten flutscht er durch. Beinschuss 0 zu 1. Ja, die Mannheimer gehen ja, wie schon vorher angesprochen, wie wir gesehen haben, mit 1 zu 0 in Führung, wie das immer ist bei den Spielen, wenn es gegen den KEC geht. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses schnelle Starten im Drittel. In Kanada versucht man natürlich hier am Anfang richtig Dampf zu machen, raus aus der Kabine und sofort aufs Tor. Und dann flacht das Ganze ein bisschen ab, aber hier die Kölner. Das ist auch ihre Devise, das war immer ihr Motto, schnell ein Tor machen. Aber wie gesagt, jetzt laufen sie wieder mal hinterher und wenn unsere Statistik recht behält, dann wird das 1 zu 1 fallen. Noch 35 Sekunden, 4 gegen 4. Dann kommen Khaidarov und der Mannheimer zurück. Ja, gerade in dieser Phase der MRC die aktivere Mannschaft. Stefan Nötzl aus der Oberliga gekommen. Frech spielt er schon, aber unter Schmerzen. Er hat einen Leistenbruch. Die Operation soll auf die Sommerpause verschoben werden. Aber wenn es schlimmer wird, dann kommt er nicht darum herum. Er nimmt Medikamente.
möglicherweise muss er sogar eine schmerzstillende Spritze bekommen. Ja, mittlerweile ist die Strafzeit abgelaufen, also beide Strafzeiten abgelaufen, die Mannschaft wieder komplett. Die Mannheimer erstaunlich offensiv. Dreiseitel, Willmann hilft. Wieder Willmann. Ja, man sieht, die Kölner haben Probleme. Die Mannheimer checken vor, gehen sofort mit zwei Leuten ins Drittel. Wenn man die vergangene Serie der Mannheimer ansieht, dann wundert es nicht, dass sie so offensiv spielen, denn in den letzten vier Auswärtsspielen ungeschlagen, zwei Siege, zwei Unentschieden, auswärts wohlgemerkt. Ja, das neue Jahr gut angefangen, gleich bei Hedos gewonnen, 4:3. Das war ja auch Topspiel bei uns. Dagegen die Mannheimer zu Hause, zurzeit schlichtweg eine Katastrophe. Die letzten vier Heimspiele allesamt verloren. Ja, und ich bin gespannt, wie sie sich heute aus der Affäre ziehen. Denn vier Verteidiger, also zwei Verteidigerpaare, am Sonntag, Freitag gespielt und Sonntag die Reise nach Köln. Ich bin gespannt, wie das laufen wird bei Mannheim. Und eine Strafzeit gegen Mannheim. Jörg Schipona hat Christoph Sandner zu Boden gebracht. Hier sehen wir es noch mal links. Ja, das war ein. Und Nummer 4 schwarz, 2 Strafminuten für Stockcheck. Ja, wir haben 4, haben wir Stockcheck und der Boner bekommt 2 Minuten Strafzeit wegen unkorrekten Anspiels. Also 2 Mannheimer auf die Bank. Fenzisebek bekommt 2 Minuten wegen. Der Spieler mit der 28, hier Schipona, erhält 2 Strafminuten wegen unkorrekten Anspiel. Ja, 2 Minuten unkorrekten Anspiel und die Nummer 4. Fenzisebek 2 Minuten wegen Stockcheck. Das haben wir im Bild gesehen. Vorm Tor kam der Angriff von hinten. Und diese Diskussionen sind nicht verwunderlich. Denn ich habe schon viele Eishockeyspiele gesehen, aber unkorrektes Anspiel, 2 Minuten, das habe ich persönlich noch nicht miterlebt. Das ist aber auch eine neue Regel in dieser Saison. Das ist eine neue Regelung. Nach der Weltmeisterschaft in Prag hat man diese Regel eingeführt, um hier beim Bulle das Gewürge, sage ich einmal, abzustellen. Eine klare Einwurfsituation, und wenn das nicht richtig gemacht wird, hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, den Spieler vom Eis zu schicken. Jörg Schipona also, er kann es gar nicht fassen. Ja, und jetzt 5 Kölner gegen 3 Mannheimer Spieler. Der Schuss von Carsten Mende. 27 Treffer in Überzahl durch den Kölner EC. Das hört sich viel an, aber sie waren auch sehr, sehr oft in Überzahlsituationen. Und in der Statistik, in der Tabelle, rangieren die Kölner nur auf Platz 8 mit einer Erfolgsquote von 13,4%. Erstaunlich, denn es ist immerhin der Tabellenzweite. Ja, wenn ich mich da das letzte Topspiel erinnere in Düsseldorf, die Kölner wirklich eine Menge Chancen, und wir haben immer gesagt, wenn da noch ein Torjäger wäre, was wäre dann? Auf Kölner Seite. Peter Franke macht seine Sache bisher gut. Und 2 Linienpass beim Kölner EC. Wir nutzen die Unterbrechung für ein Interview an der Strafbank. In Sebek, jetzt sind Sie 1-0 in Führung gegangen und jetzt gleich dies mit 2 Strafzeiten für Sie, 2 Mann raus. Ist das jetzt eine unnötige Härte gewesen von Ihnen? Ich glaube nicht. Der eine ist vor dem Tor gestanden. Ich habe ihn weggeschieben von der Hüfte runter. Und er ist auf Eis gefallen, aber ich meine, das ist auch schwer, auf einmal 2 Männer rauszuholen, aber wir müssen das durchkommen.
Das war aber ein Reflex, ne? Das war ein bisschen unnötig, eine Reflexbewegung von Ihnen. Ja, einer steht vor dem Tor, ich muss ihn wegschieben und ich glaube, ich habe das legal gemacht. Und Schiedsrichter sagt was anderes. Er sieht ihn auf dem Eis, dass er liegt auf dem Eis, aber ja, mehr kann ich nicht sagen. Okay, weiter mit Wolfgang Büttner. Noch eine Minute und 10 Sekunden Überzahlspiel, 5-3. Sikora, Franke dazwischen. Sikora. Ja, die Mannheimer spielen das ganz geschickt mit zwei Leuten hinten. Einer bleibt vorne zwischen den beiden Verteidigern und Tor! Ein Bombenschuss von Jörg Meyer von der blauen Linie. Unhaltbar für Franke. Das war sein 7. Saisontreffer und das 6. Tor im Powerplay. Also ein echter Spezialist, Jörg Meyer. Nochmals! Ja, da war nichts zu halten. Man wird es noch mal sehen. Ein fulminanter Schuss oben in die linke Ecke. Da kommt er rein. Und Thomas Brandl, die Nummer 7, verdeckt die Sicht, geht rechtzeitig zur Seite, damit der Torhüter keine Chance mehr hat, den Puck zu erkennen. Und jetzt muss der Spieler zurück aufs Eis kommen, der die erste Strafzeit ausgesprochen bekommen hat. Also Jiří Šipona, wenn ich richtig informiert bin. Obwohl beide Strafzeiten gleichzeitig ausgesprochen worden sind. Richtig, da kommt Wenzi Sebek wieder zurück und Jiří Šipona muss aufs Eis. Ja, da müssen die Jungs an der Bande unten ein bisschen aufpassen. Hier kommt er wieder reingefahren, die 28. Also 1:1 und wir sollten ja nicht zu sehr orakeln, aber unsere zweite Seite im direkten Vergleich hat gesagt, 0:1, 1:1, 1:2. Also wenn das Gesetz der Serie bleibt, dann gehen die Mannheimer wieder in Führung. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass hier die Kölner eine unwahrscheinliche Bilanz vorweisen. Sie haben ja das erste Heimspiel der laufenden Liga, haben sie also verloren gegen den ESV Kaufbeuren, das ja abgebrochen worden ist wegen Nebel und danach geholt wurde. Und dann erst im Dezember die zweite Niederlage 1:3 gegen die Preußen und ansonsten makellose Bilanz, also Hut ab vor dieser Kölner Mannschaft. Zerbeck ist zurück und das ist natürlich abseits. Also 5:5 gespielt, 5,5 Minuten, der Spielstand 1:1. Jiří Kochter, Vertrag bis 1994 und im Hintergrund sehen Sie sitzend Josef, genannt Beppo Schlickenrieder. Jiří Kochter sagte mir vor der Partie, natürlich muss ich schon an die Zukunft denken. Ich brauche neue Spieler. Markus Kuhl hört auf. Vielleicht geht der ein oder andere. Und personell ist der MERC ja nicht gerade gut bestückt, was die Masse angeht. Aber er versucht auch in der kommenden Saison Juniorenspieler, er sagt gute Juniorenspieler, in den Kader mit einzubauen. Da haben wir Markus Kuhl in seiner definitiv letzten Saison als Spieler. Aber was er danach macht, er wird sicherlich ins Management des MRC gehen. Und es ist eine gute Geschichte, wenn ein ehemaliger Spieler dann im Verein weiterarbeiten kann. Aber in dieser Saison zeigt er immer wieder sehr gute Spiele. Ist er hervorragender Techniker, der Markus Kuhl. Den Körpereinsatz liebt er nicht so. In der Dominikanischen Republik ist dieser Club und da möchte ich mal gerne hin. Kein Wunder, Beppo Schlickenrieder. Er ist ein lustiger Vogel im positivsten Sinne, auch wenn er etwas grimmig reinschaut heute. Und ein sehr guter Torhüter. Ja, keine Frage.
Dorochin, schön auf Fokorny. Und da steht Christoph Sandner, war es, glaube ich. Ja, das war Sandner, der hat das ganz gut gemacht. Der hat den Schuss von Fokorny abgefälscht. Das ist immer eine schwierige Situation für den Torwart. Und die erste Reihe der Mannheimer. Es wird viel davon abhängen, wie diese erste Formation mit Jirschi Lala, mit Peter Dreiseitel und Willmann heute in Form ist. Wir von Premiere haben mal nachgerechnet. 48 Tore haben diese drei zusammen erzielt. Aber jetzt Radio Heiderow auf Sandner. Schön von Peter Franke. Also zurück zum Thema Lala, Willmann, Dreiseitel. 48 Tore. Der zweite Sturm kommt da nur auf 27 Tore und der dritte gar nur auf 7 Tore. Also der erste Sturm, der macht's. Und wir wollen mal nachhorchen bei Frank Schlageter, was es beim MRC gerade gibt. Pfeffer Schlingenrieder heute nur auf der Bank. Lastet man Ihnen ein bisschen die schlechten Heimergebnisse an in letzter Zeit? Na, direkt nicht, aber es ist ganz klar, dass wir haben zu Hause eine schlechte Serie gehabt und vor allen Dingen in der Defensivarbeit haben wir ein bisschen schlecht gearbeitet und man probiert jetzt was anderes aus und vielleicht kämpft die Mannschaft einmal für einen zweiten Torwart besser. Pepo, Dankeschön, zurück aufs Eis. Ja, und für jeden Trainer ist es natürlich wichtig, dass er auch einen zweiten auf der Bank hat, den er ohne weiteres bringen kann, wenn ich da an den Hans Sach denke mit Friedl. Man darf auch nicht vergessen, dass das für einen Torhüter, der also 15 Spiele mal hält in einer Serie, schon eine enorme Belastung ist. Der Druck ist natürlich enorm und da ist immer ganz gut, wenn ein guter Zweiter auf der Bank sitzt. Die 24, Frank Hohenadel. Er ist so ein bisschen als Raubein beim Kölner EC. Ein junger Mann, neu in der ersten Liga. Hat aber auch die richtige Größe. Ja, aber Abseitsstellung. Er hat den Schuss angetäuscht und der Stürmer, der Helmut Steiger, wollte schon nachlaufen und dann hat er noch mal gezögert und da war natürlich der Helmut Steiger im Abseits. Helmut Steiger, der auch noch unwahrscheinlich wichtig ist für diese Mannschaft mit seinen Erfahrungen, gerade in brenzligen Situationen, da bringt er auch die Ruhe ins Spiel. Fehler Markus Kuhl, Leo Stephan. Ja, das war jetzt eine gefährliche Situation. Markus Kuhl war als letzter mit der Scheibe in einem Zweikampf verwickelt. Die beiden Verteidiger waren bereits nach vorne orientiert, weil sie mit einem Pass gerechnet haben. Und er verliert die Scheibe und das war jetzt wirklich gefährlich. Am Freitagabend in Kaufbeuren hat er von was anderes geträumt, der Pepi Heiß. Seine, mit der Helmkamera, seine Frau lag schon im Krankenhaus und er wollte trotzdem spielen und im zweiten Drittel kam der Anruf, es ist soweit. Und eigentlich wollte er sich ins Auto setzen und nach Köln zurückfahren. Aber Wladimir Wasiljew, der Trainer, hat gesagt, Pepi, bitte bleib. Und 5:1 gewann man ja beim ESV Kaufbeuren. Ja, und dann war es zu spät. Es gibt auch andere Spieler, die wegen einer Geburt eine Weltmeisterschaft laufen lassen. Das soll es ja auch geben. Aber ich wollte noch zu Ende erzählen, Stella heißt der Nachwuchs, das erste Kind von Pepi Heiß. Wohlauf, Mutter und Kind, herzlichen Glückwunsch, zum ersten Mal Vater geworden. Das ist schon eine Leistung. Als Torhüter muss man sich ja noch ein bisschen mehr konzentrieren. Und dann weiß man,
Die Frau liegt im Krankenhaus und es kommt das Kind zur Welt und ich muss noch ein Drittel im Tor stehen. Hut ab. Zweite Sturmreihe beim Mannheimer ERC und Strafzeit gegen Köln, daher die Pfiffe der Zuschauer. Ich glaube, ein Russe muss raus, die Nummer 21. Ravil Khaidarov. Ja, das war Stockhaken. Im Ural hat er das Eishockeyspielen gelernt. Hier sieht man es nochmal. Der klassische Stockhaken an die Schulter und Harald Kreis verliert also das Gleichgewicht. Das ist eine zweite 2-Minuten-Strafe heute. Sein Heimatverein Salavat Ufa im Ural kam aber von Dynamo Moskau und wurde auch mit Dynamo Moskau dreimal Meister der Sowjetunion, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Russlands, je nachdem, wie sie wollen. Und bei Mannheim der erste Block auf dem Eis. Wer sonst in dieser Situation? Der MERC seit Saisonbeginn die Nummer 1 im Powerplay. Fast 30% Erfolgsquote. Schon 30 Treffer erzielt. Aber es ist auch gefährlich, wie gespielt wird bei Mannheim ERC. Denn Dreiseitel will man. Und Lala sind im Überzahlspiel anfällig für Gegentore. Da wird sehr risikoreich oft gespielt. Sie haben aber natürlich hinten mit Mike Heitel und Fensi Sebek zwei erfahrene Verteidiger, die in der Offensive wie auch in der Defensive stark spielen können. Der Techniker Peter Dreiseitel. Ja, wichtig ist es, dass man am Anfang einmal Ruhe bekommt, in das Drittel eindringt und mal die Positionen bezieht. Dann aber müsste mehr Bewegung sein. Und die nächste Strafzeit ist angezeigt. Und Jerzy Lala, der Fuchs, gibt natürlich sofort den Puck ab, denn so wird länger 5 gegen 3 gespielt. Und Heini Schiffel muss auf. Aus der Helmkamera, gerade rutscht er uns weg. Eine weitere Strafzeit gegen die Hier noch einmal. Heinrich Schiffel mit der Nummer 19. Ja, da brauchen die Zuschauer nicht pfeifen. Das ist ein Stockcheck oder wie der Hallensprecher sagt, Crosscheck. So hieß das früher offiziell. Also 1 Minute und 4 Sekunden, 5 gegen 3. Auf der anderen Seite 5 gegen 3, da fiel ja ein Treffer. Lala an der blauen Linie. Ja, und die Kölner, sie spielen mit zwei Spielern vorne. Ein Verteidiger vor dem Tor. Und Helmut Steiger kann klären. In so einer Situation sollte man nicht den Risikopass spielen, sondern erst einmal aufbauen. Und das war schon etwas risikoreich von Peter Dreiseitel. Puckverlust, neuer Aufbau. Er muss tief gehen, er ist an der blauen Linie hier in der Situation. Jetzt ist er frei, Wenzi Sebek. Da kam der überraschende Pass in die Mitte. Noch 5 Sekunden, 5 gegen 3. Gespielt. 12 Minuten im ersten Drittel, 1:1 und
immer noch Überzahlspiel für den Mannheimer ERC. Renzi Sebek sehr offensiv als Verteidiger. Und jetzt das Break. Igor Dorochin. Wahrlich nicht ungefährlich. Carsten Mende. Das ist das, was ich gesagt habe. Die erste Sturmreihe sehr lange auf dem Eis und auch nach hinten anfällig im Überzahlspiel. Jetzt ist gewechselt worden. Heini Schiffel zurück. 5 gegen 5. Jiří Schipona am Puck also doch auf dem Eis. Seine Hüftprobleme scheinbar nicht so schlimm wie befürchtet. Schöner Pass. Miro Sikora. Da sehen Sie mal da unten die Nummer 11, den Miro Sikora. Er hat einen Helm wie ein Footballspieler. Kein Wunder. Er hatte einen Kieferbruch Anfang der Saison. Und so schützt man sich halt gegen Checks. Mittlerweile wieder eine Strafzeit. Ja, Toni Plattner vom MRC bekommt 2 Strafminuten wegen hohen Stocks. Hier haben wir den Sünder. Natürlich auch nicht gerade der Weisheit letzter Schluss, wenn man nur mit 4 Verteidigern und gerade mal 3 Sturmreihen kommt und dann viel auf der Strafbank sitzt. Das geht auf die Muskeln, auf die Knochen, auf die Kondition. Und die Kölner sind ja bekannt als Konditionswunder. Die Kölner haben das jetzt wirklich, diese Powerplay-Situation wirklich sehr gut gespielt. Thomas Brandl spielt quasi noch in der Mitte an und der Schuss geht nicht richtig los, sonst wäre es sicherlich eine gute Tormöglichkeit gewesen. Hier ist nochmal im Fall noch stand etwas ungünstig zum Puck. Die Scheibe rutscht vom Schläger. Das ist sein Hund. Ein französischer Hirtenhund, ein Briard, Sherry. Solange er nicht auf dem Eis tobt, soll uns das recht sein. Jörg Meyer. Der Andreas Lupzig steht alleine vor dem Tor, da darf er nicht hochschießen, der Jörg Meyer, sondern da muss er flach kommen. Der Andi Lupzig wäre dann sicherlich auf den Nachschuss gegangen und ist ein bisschen sauer, der Andi. Also, wer sich jetzt erst einschaltet, Sport extra auf Premiere heute Nachmittag. Eishockey Kölner EC gegen Mannheim in den Drittelpausen und nach dem Eishockey Hallenfußball aus Berlin. Dann sogar noch Boxen mit George Foreman. Ein großer Sportnachmittag bei uns. Der Arm von Radosai bleibt unten. Andi Lupzig. Hey, hey, hey.
Leo Stefan, Jörg Meier. Tor! Aber Peter Radosai winkt ab. Torraum abseits. Oder Schlittschuh-Tor. Nein, Helmut Steiger war da. Hier sieht man es nochmal. 22, Andreas Luxig steht im Torraum. Jetzt noch. Ja. Kein Tor wegen Torraum abseits. Torraum abseits. Aber noch einmal in der Zeitlupe, in der Superzeitlupe, da steht keiner. Ja, da steht kein Kölner Spieler im Torraum. Also ein einwandfreies Tor. Aber Peter Radosai gibt es nicht. Das alte Lied, er muss in Sekundenbruchteilen entscheiden. Er stand günstig, er stand neben dem Tor. Vorher war der Andreas Luxig im Torraum mit Harald Greis. Peter Radosai, 45 Jahre. Und er kommt in 10 Sekunden zurück, Toni Plattner. Der Druck des Mannheimer ERC, des Gastes, hat ein wenig nachgelassen. Die Kölner machen das Spiel jetzt. Die Mannheimer, dann gefährlich, wenn sie in Überzahl sind. Da haben sie also auch die letzte Chance gehabt mit Wenzi Sebeck, wo er ganz alleine vor Peppi Heiß war. Ansonsten die Kölner geben hier den Ton an. Das kann man schon so formulieren. Der Kölner EC ist die Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Sie haben die jüngste Verteidigung in der Bundesliga. Mit Pokorny, mit Schiffel, alles Spieler, die erst Anfang 20 sind. Die dritte Verteidigungsreihe mit Mende und mit Hohnadel und Schulz sogar. Nur 20 und 23, aber Sandner. Der blüht richtig auf, dieser Christoph Sandner. Ja, das war klasse gemacht. Hinterm eigenen Tor kommt der Pass gerade raus. Mit letzten Einsatz wird er nochmals versucht, im Liegen die Scheibe weiterzuleiten. Und hier nochmal Sandner macht es wirklich ausgezeichnet. Täuscht den Schuss an, zieht auf die Rückhand und nimmt die Scheibe hoch. Und Frank hat prächtig pariert. Peter Franke, ja. Ich habe die Kölner Mannschaft ja erlebt in Landshut bei ihrer Niederlage 6:3 damals. Und ich habe immer noch die Stimmen im Ohr, wann ist dann der Trainer fällig, diese Mannschaft wirklich desolat gespielt, aber mittlerweile eine homogene Einheit. Mit unbekannten Spielern zum Teil, wenn ich an den Hohnadel denke, hat letztes Jahr noch keiner gekannt, richtig? Dass er aus Füssen kommt, das wusste man. Oder Schulz, wer ist Schulz? Aber sie spielen wirklich hervorragendes Eishockey. Und stehen meiner Meinung nach zu Recht auf dem zweiten Platz. Also lieber Alois, das muss drin sein. Frank Hohnadel kam aus Rosenheim. Aus Rosenheim, okay, er ist ja kaum aus Bayern. Aber sicher hat es einmal in Füssen einmal einen Spieler gegeben, der diesen Namen getragen hat. Da wandert der Peppi Heiß im Verteidigungsdrittel umher. Und ermöglicht fast dem Mannheimer RC die erneute Führung. Natürlich wieder Willmann, Lala und Dreiseitel. Ja.
trotz alledem, der Mannheimer ERC gefällt mir nicht schlecht heute. Am Freitag ein Heimdebakel, das vierte in Folge. So etwas hat es seit Jahren nicht gegeben in Mannheim. Vier Heimpleiten hintereinander. Und hier wird frech mitgespielt. Also zu Hause fühlen sie sich wohler. Auswärts fühlen sie sich wohler. Ja, es geht ja auch noch um den vierten Platz. Ich meine, Mannheim ist Fünfter, will natürlich den vierten Platz, der ja wichtig ist bei den Playoffs. Denn dann hat man ja in der ersten Runde Heimrecht. Das heißt Minimum zwei Heimspiele. Ja. Noch einmal Beppo Schlickenrieder. Wenn ich das richtig gehört habe vorhin in dem Interview mit Frank Klagetter, er ist schon ein wenig, ja wie sagt man, angefressen. Na gut, es ist immer so, dass die Mannschaft weiß natürlich, beim Karl Friesen zum Beispiel, da darf der Verteidiger rücken beim Fehler machen. Da ist ja der Karl noch hinten und im Mannheim heißt es, ist der Pepper noch hinten. Jetzt kommen sie wieder, die Mannheimer. Und vielleicht wollte ihm hier Jirschi Koch ein Zeichen setzen, dass er sagt, ich bringe heute den zweiten. Da müsst ihr mehr zurückarbeiten, mehr Einsatz, mehr Engagement zeigen. ...1972 Weltmeister. Da hat er 6 Tore in diesem Turnier erzielt. Ein legendärer 3:1-Sieg gegen die damalige Sowjetunion. Jirschi Koch, ein begnadeter Spieler war er. Sicherlich kein schlechter Trainer, aber der ganz große Erfolg, der will ihm noch nicht gelingen. Ja, ich hatte das Erlebnis, mit ihm spielen zu dürfen. Die goldenen Hände aus Prag hieß er damals bei uns. Er ist ein unglaublicher Techniker. Es läuft die letzte Spielminute im ersten Drittel. Und diese goldenen Hände will er weitergeben an seine Kinder. Die spielen nämlich Tennis. Marketa Kochter auf dem besten Weg unter die ersten 80, 70 der Welt zu kommen mit, ich glaube, so 16, 17 Jahren. Der Mann ohne Helm im Trikot, Marius Czisewski, der zweite Torhüter des KEC. Hatte eine sehr, sehr gute Vorbereitung, als Pepi Heiß verletzt war. Und jetzt kommt er nicht zum Einsatz. Wladimir Wassiljew, der Trainer, handhabt das anders als ein Hans Zach oder vielleicht auch ein Jirschi Kochter. 30 Sekunden noch, Ravil Khaidarov. Aber dieser Peter Franke gefällt mir gut heute. An dem Tor war nichts zu halten. Ich habe ihn in dieser Saison erst einmal gesehen. Das war beim 4:4 in Berlin bei den Preußen. Und da muss ich sagen, da hatte er nicht gerade seinen besten Tag. Ja, bei den Torhütern ist es immer eine besondere Situation. Kommt er während dem Spiel, dann ist er natürlich hoch motiviert, der zweite Mann. Und muss er dann ein Spiel von Anfang an machen, dann ist die Situation natürlich ganz anders. Da ist er dann... Da ist er natürlich dann schon vorbereitet. Wenn er ins kalte Wasser geworfen wird, dann ist natürlich ganz was anderes. Also, noch 7 Sekunden in diesem ersten Drittel. 1:1 der Spielstand. Beide Tore durch Verteidiger Mike Heidt nach 63 Sekunden und nach 4,5 Minuten Jörg Meyer im Powerplay. Alles in allem ein schnelles Spiel, ein gutes Spiel und ein gerechter Zwischenstand, kann man sicherlich sagen. Köln vielleicht etwas mehr Spielanteile, aber der Mannheimer ERC gute Chancen gehabt. 1:1 also hier nach dem ersten Drittel. Und bevor wir nach Berlin zum Hallenfußball gehen, wollen wir natürlich noch einmal hören,
was die Spieler zu sagen haben. Alois Schloder, wir haben am Anfang etwas gescherzt über den Karneval. Davon ist wirklich überhaupt nichts zu spüren hier. Nein, also Karneval ist dann in der Eishalle bei den Fans, aber bei den Mannschaften. Das sind Profis, Freitag, Sonntag. Und ich glaube auch, der russische Trainer hätte also hier wenig Verständnis für den Karneval. Also, es ist soweit, das erste Interview. Frank Schlageter, bitte. Mit Harold Kreis, dem Mannschaftskapitän des MRC. Harold, wann stellt der MRC den Antrag, nur noch auswärts spielen zu dürfen? Ja, weiß nicht, was du damit meinst. Ich meine damit, dass es auswärts ganz gut läuft. Zuletzt zu Hause, unglückliche, unnötige Niederlagen. Hier sieht es wieder gut aus. Ja, sicher. Am Freitag haben wir auch 40 Minuten gutes Eishockey gespielt. Das war ein Heimspiel. Wir haben noch nichts erreicht. Wir haben erst 20 Minuten hinter uns. Wir stehen uns noch 40 bevor, das ist ein steiniger Weg. Steht 1-1, ist noch alles offen. Mit nur 4 Verteidigern kommt ihr über die Runden? Ja, sicher. Also die Verteidiger sind natürlich alle 2 Wechsel auf dem Eis, aber die Stürmer haben die Anweisungen, hart zurückzuarbeiten, im Zweifelsfall erstmal Richtung eigenes Tor laufen. Das erleichtert die Arbeit ein wenig. Also an Kondition wird es mit Sicherheit nicht liegen. Herr Kreis, vielen Dank. Roller Fuhrmann, bitte. Ja, Jörg Meier, Sie sind mittlerweile zum Goalgetter geworden. In Düsseldorf hat es schon gereicht, vor einer Woche. Heute wieder ein Tor. Üben Sie das besonders, weil Sie mit 7 Treffern mittlerweile als bester Verteidiger zu Buche stehen? Nee, mein 7 Tore, das ist nicht allzu viel. Man versucht sein Bestes und ich bin froh, wenn ab und zu mal einen treffe. Sie sind ja nicht nur Abwehrchef als Verteidiger, sondern studieren auch Jura. In wie vielen Semester? Im 5. Ja, haben Sie vor, später Rechtsanwalt oder Richter zu werden? Ja, grundsätzlich, wenn man das zweite Staatsexamen mit Erfolg bestanden hat, dann ist man Rechtsanwalt. Also fürs Richteramt sollte man ein sehr gutes Examen machen. Das kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen, dass ich so gut sein werde. Danke, Jörg Meier vom Rechtsanwalt und dem Kölner AS. Geht es jetzt direkt zum Hallenfußball nach Berlin. Ja, und ich danke Michael Pfad und René Hippen. Wir hören die beiden dann in der nächsten Drittelpause wieder, wenn Eishockey hier in Köln pausiert, wenn es in Berlin wieder spannend wird. Immer wieder sonntags, liebe Zuschauer, das wissen Sie, spielt um 14 Uhr die Eishockey-Bundesliga live bei Premiere. Heute ist das ausnahmsweise mal anders. Der Grund, den haben Sie eben gesehen, das Hallenfußballturnier in Berlin. Deshalb hat das Spiel hier in Köln heute schon um 13 Uhr begonnen. Wer sich jetzt also zur gewohnten Eishockey-Zeit eingeschaltet hat, der hat schon ein Drittel verpasst. Aber er hat nicht die Tore verpasst, denn die zeigen wir Ihnen jetzt in den Höhepunkten. Die Mannheimer gingen in der zweiten Spielminute nach genau 63 Sekunden mit 1:0 in Führung. Mike Heidt war der Torschütze, sein 7. Tor. Beide Mannschaften zu diesem Zeitpunkt nur mit 4 Feldspielern auf dem Eis. Kreis und Chaidarov saßen draußen, als Mike Heidt durch die Schützer von Pepi Heiß, dem Kölner Torhüter, erfolgreich war. Das 1:1 dann in der 5. Spielminute ebenfalls das 7. Tor für den Schützen, nämlich für Verteidiger Jörg Meier von den Kölner Haien. Die Kölner im Überzahlspiel mit 5-3, Pohner und Sebek zu diesem Zeitpunkt draußen in der Kühlbox. Die Wiederholung, kapitaler Schlagschuss von Meier im Tor von Mannheim. Diesmal Peter Franke, nicht Beppo Schlickenrieder. Dann gab es noch ein Tor, das zählte aber nicht. Wegen Torraum abseits von Andi Lupzig verweigerte Schiedsrichter Radosai diesem Treffer die Anerkennung. Er war vor dieser Szene schon im Torraum gewesen, bevor der Puck hineingekommen war. Andi Lupzig, und so steht es nach den ersten 20 Spielminuten in Köln 1:1 zwischen KLC und dem MERC. So sah die Statistik aus. Eindeutig überlegen die Kölner, 21:11 Torschüsse, Strafminuten in etwa ausgeglichen. Und sie haben die Mehrzahl der Bullies gewonnen, die Haie. Die Bruttospielzeit, das Spiel dauerte etwas länger als gewohnt im ersten Drittel, nämlich 40 Minuten, 6 Minuten mehr als sonst. So, und zu unseren Dauereinrichtungen beim Eishockey gehört natürlich in der Drittelpause auch die Superzeitlupe. Und die wollen wir Ihnen auch heute nicht vorenthalten. Bitte schön.
Also den Premiere-Zusehern entgeht aber wirklich auch gar nichts. Ich habe einen Hai an meinem Revier, aber keine Angst, wir sind neutral. Das ist das Abzeichen der San Jose Sharks und Alois Schloder hat es auch an seinem Revier. Welch ein Zufall, aber wir gehen wieder aufs Spiel. Das zweite Drittel hat soeben begonnen. Der Kölner IC von rechts nach links in den rot-weißen Trikots. Alois, das war nicht abgesprochen mit den San Jose Sharks. Warum heute die Haie am Revier? Mein Sohn hat heute den Pin ausgesucht und da muss ich natürlich das tragen. Der ist ein Eishockey-Fan und auch natürlich ein Fan der Sharks. Also ich habe selber ausgesucht, ich habe keinen Sohn. Aber Spaß beiseite. 1:1 der Spielstand und ich hatte diese Woche Zeit, doch ein wenig mich um die Zahlen dieser Eishockey-Bundesliga zu kümmern. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Mannheimer ERC fast 45% aller Tore im Mitteldrittel geschossen hat. Also das ist der Abschnitt, der besonders gefährlich ist. Also die Kölner müssen aufpassen. Für die Kölner spricht aber natürlich die großartige Heimbilanz. Erst zweimal verlor man zu Hause. Das erste Spiel gegen den ESV Kaufbeuren. Und dann im Dezember gegen die Preußen. 1:3, ansonsten nur Siege. Ein Unentschieden gegen die DEG. Also ich blicke mal nach oben zur Uhr. Es ist 14:03. Es werden doch einige jetzt Premiere einschalten und überrascht sein. Eishockey-Fans. Wir haben eine Stunde früher angefangen. Soeben hat das zweite Drittel begonnen. Peter Obreza. Da war die Lücke. Wir werden es sicherlich noch einmal in der Zeitlupe sehen. Ja, der Peter Obreza kam ganz alleine von der Ecke raus. Kein Verteidiger griff an und er kam. Hier die Helmkamera. Ja, hier noch ganz alleine kommt er da vor Beppi Heiß, sieht auch noch ab. Immer wieder fantastische Bilder. Noch einmal aus der Tribünenposition, super Zeitlupe. Erneut eine Strafzeit. Peter Radosei greift heute durch. Ja, gegen Fancy Sebek. 2 Minuten wegen Stockhaken. Ich glaube, es war quasi Groch, der bei Fancy. Naja, Peter Obreza. Waren zwei ähnliche Vergehen. Einmal Peter Obreza und einmal Fancy Sebek. Beide mit Stockhaken und Peter Radosei sah Peter Obreza. Die Fans wissen es vielleicht noch, 53 Länderspiele hat er insgesamt gemacht, aber das ist schon eine Zeit lang her. Peter Obreza, 32 Jahre, seine 15. Bundesliga-Saison. Hier am rechten Bildrand sieht man den Stockhaken. Die 21. Ravil Haidarov. Schilala, er probiert's an den Helm von Peppi Heiß. Da schüttelt er seinen Kopf. Und jetzt der Break. Thomas Brandl. Millimeter am Pfosten vorbei. Zwei rassige Szenen innerhalb weniger Sekunden. Und die Kölner, sie spielen mit einem Mann an der blauen Linie. Ein Stürmer steht vor dem Torwart. Wenn man und erneut eine Strafzeit, Mike Heiß für Faustschlag
korrekt diese Entscheidung. Und Thomas Brandl, jetzt sehen wir es gleich nochmal, da kommt der Ellbogen. Das ist noch kein großes Foul, das ist ein Faustschlag. Und dann dreht er ab, der Thomas, früher ein Hitzkopf. Heute kein Thema mehr, das ist zurückschlagen. Es spricht eigentlich für diesen Spieler, für Thomas Brandl, der früher als in dieser Situation wahrscheinlich explodiert wäre, aber ich glaube, der Trainer hat hier einen wesentlichen Einfluss und man wird auch ein bisschen älter. Und der Spielerrat beim Kölner EC, Miro Sikora, Pepe Heiß, Jörg Meyer und Thomas Brandl haben beschlossen, seit Anfang der Saison für dumme Strafzeiten gibt es Strafen von 50 bis 500 Mark. Die Höhe liegt der Trainer fest. Wenn es an den Geldbeutel geht, dann werden sie vernünftig. Ja, und hier sieht man dann den Erfolg, wenn man diszipliniert ist. Man hat eine 5-3-Situation. Und Vasiljev bringt mit der Rochin einen Stürmer an die blaue Linie. Da ist er am Puck. Hohe Nadel, kein Schuss, ein Pass. Wieder hohe Nadel. Der Rochin. Franke schön den Winkel verkürzt, aber Hohe Nadel wartet. Und jetzt ist es wieder mal vorbei. Ja, das haben sie gut gespielt, denn man darf 5 gegen 3 nicht unbedingt gleich schießen, sondern man muss das ausspielen, diese Situation. Auch wenn die Zuschauer jetzt reklamieren und sauer sind. Jirsche Kocht auf der einen Seite und auf der anderen steht Rollo Fuhrmann. Ja, Mike Heidt, eine unnötige Strafzeit, 9. insgesamt. Was ist da los auf dem Eis? Wird er provoziert? Ja, ich hätte erst Schlag in das Gesicht gekriegt und ich hätte nur Rücktritt, aber das ist klar, es ist mein Fehler und ich muss das nicht machen, wenn wir spielen 5 gegen 4. Bei solchen Fouls gibt es neuerdings Strafgelder für die Mannheimer Spieler. Müssen sie jetzt was bezahlen und wie viel? Nein, ich glaube das nicht. Das Eishockey-Spiel, man muss spielen und was kommt auf? Gleich auf eine Zeit, du musst das machen, oder? Er weiß es also noch nicht. Danke, Mike Heidt. Vielleicht muss er zahlen. Wolfgang Büttner, bitte weiter. Er kann es gar nicht wissen, denn die Kölner müssen Strafen zahlen, aber macht nichts. Man kann sich auch mal verhören. Ja, und Peter Radosay bewegt sich wieder in Richtung Strafbank. Jetzt werden wir 2 Minuten bekommen für die Kölner. Wegen unkorrekten Anspiels. Also Alois Schloder, ich habe schon gesagt, für mich ein Novum und jetzt gleich das zweite Mal in diesem Spiel. Pepe Heiß kann auch nur mit der Schulter zucken. Ja gut, ein Novum würde ich nicht sagen, wenn der Schiedsrichter konsequent ist, die Regel gibt es, dann muss er sie auch dementsprechend bestrafen, wenn der Spieler dagegen verstößt. Wie sie in den Übertragungen haben die Schiedsrichter halt diese Regel etwas großzügiger ausgelegt. Macht sie Sinn? Meines Erachtens nein. Ja gut, die Herren von der IHF haben sich sicherlich was einfallen lassen. Entscheidend ist natürlich hier der Linesman, der hier diesen Puck-Einwurf macht. Er darf, wenn die beiden Spieler kommen, dann sollte er halt möglichst schnell diesen Einwurf machen. Wenn natürlich er wartet und wartet, dann werden die Spieler nervös, denn eine Bulli-Situation ist immer eine gefährliche Situation. Viereinhalb Minuten im zweiten Drittel vorbei. 4 Mannheimer gegen 4 Kölner. Mike Heidt ist zurück. Also Überzahlspiel für den Gast. Noch 40 Sekunden. Der Mann hat die Ruhe weg da hinten, Pepe Heiß. Wahrscheinlich sagt er sich, Freitag Vater geworden, was kann da noch passieren?
ist normal nicht seine Stärke, das Spielen außerhalb des Tores. Aber er macht das ganz cool. Sebek auf Heid. Jetzt auch der KIC wieder komplett, deswegen muss Dreiseitel sich schnell entscheiden. Und da ist der Puck schon weg. Also noch einmal Pippi Heiß mit der Helmkamera, dahinter Peter Radosei. Noch einmal mein Spruch. Einige werden sich jetzt erst einschalten. Eishockey aus Köln heute ein wenig früher. Er besitzt ein Motorboot und fährt gerne die Donau hinunter bis nach Budapest. Aber er will auch ein Motorboot haben, was etwas größer ist. Seines hat 50 PS und er will halt sich eins zulegen mit 100 PS. Die kleinen Hobbys der Schiedsrichter. Also, wir haben eine Stunde früher angefangen, 1:1. Der Spielstand gespielt, gut 6 Minuten im Mitteldrittel. Ja, man hat jetzt gerade gesehen, dass die Mannheimer die Marschroute einhalten. Mit 4 Verteidiger operieren sie ja. Und das heißt also, die Stürmer müssen zurückkommen, die Verteidiger entlassen. Und das machen sie jetzt ganz geschickt. Den Kölnern bleibt nichts anderes übrig, als die Scheibe einzuschießen und nachzulaufen. Denn die Räume sind sehr eng an der blauen Linie. Ein ganz gefährliches Ei war das. Da standen 4 Leute direkt vor Peter Franke, aber der Gegenzug mit Toni Plattner. Quasi grob. Der Querpass auf Hohnadel, aber erneut abseits. Da sehen Sie Peter Quasigroch sich gerade hinsetzen. Im Hintergrund kommt Frank Hohenadel. Und der kleine Jürgen Schulz mit der 5. Er hat sich gemacht, kam von Ratingen, hat vorher bei der DEG. Tja, gespielt kann man nicht sagen. Ja. Die Kölner, da mehr auf der Bank. Die Kölner eigentlich, ich habe schon angesprochen, die Überraschungsmannschaft. Und das zeichnet eigentlich diesen russischen Trainer aus, der es als wirklich, ich sage jetzt, jungen Leuten, die also nicht die Erfahrung haben, ein Team gemacht hat. Natürlich mit den beiden Russen, 2 erfahrene Leute, mit Helmut Steiger, ebenfalls ein erfahrener Mann, Brandl noch dazu. Aber diese Mannschaft fightet, spielt taktisch auch sehr diszipliniert. Obreza allein, man muss das mit Gewalt versuchen. Wladimir Wassiljew, ein Eishockey-Mensch durch und durch. Mit 4 stand er schon auf Schlittschuhen, das ist sicherlich nichts Außergewöhnliches. In Russland, in der Sowjetunion früher, aber mit 16 schon in der ersten Mannschaft, da kann selbst der Alois nur staunen. Staunen eigentlich nicht, weil ich selber mit 16 Jahren schon gespielt habe in der ersten Mannschaft, aber das ist ja Zeit her. Er führt die Dauerbrennerliga an. Er hat 23 Jahre in der Bundesliga gespielt, Alois Schloder. Das ist eine ganze Menge Holz. Ja gut, in Kanada werde ich wahrscheinlich in der Hall of Fame, aber das gibt es eigentlich nicht mehr. 23 Jahre in der ersten Liga wird sicherlich noch geben, aber nicht für einen Verein. Ich habe ja immer beim EV Landshut gespielt, immer in einem Club tätig. Aber gefährlich kann nur der Udo Kiesling werden, der hat seine 20. Saison. 20. Saison, aber ich glaube beim 10. Verein. Aber spricht nichts gegen den Udo, der in Landshut hervorragendes Eishockey gespielt. Ich möchte noch ein Wort zu dem russischen Trainer sagen. Am Anfang der Saison umstritten. Diese Strafzeit ist nicht umstritten. Ja, der Toni Plattner
korrekten Körperangriff. Ungerechter Körperangriff, eine klare Entscheidung von Peter Radosai. Wenn ich dann nochmal fortfahren darf, man hat ihn wirklich in Ruhe arbeiten lassen, den Vasilev, und hat natürlich auch mit Bernd Hake dann einen Diplomtrainer dazu bekommen. Und das Ergebnis sieht man jetzt. Das ist der Sünder in der Coolbox, Toni Plattner. Seine zweite Strafzeit heute. Und das wird sicherlich Hirschi Koch da nicht gerne sehen, denn sie haben ja nur vier Verteidiger. Und da kommen ja immer nur dieselben aufs Eis. In der Abwehr mit Sebek, mit Mike Heide und Harald Kreis. Spiel schnell die Formation gefunden. Schöner Pass. Khaidarov versucht es. Aber Peter Franke, ich wiederhole mich, ein guter Keeper heute. Und auf KSC-Seite das Zusammenspiel der beiden Russen hervorragend. Sie haben sich auch gefunden. Auch ein wichtiger Punkt, warum die Mannschaft so weit oben steht. Hier noch einmal die Hintertorperspektive. Toni Plattner auf der Strafbank. Am Bulli Igor Dorochin. Er wartet seit dem 6. Dezember auf einen Torerfolg. 8 Spiele ohne Treffer. Und früher sagte man immer, die Ausländer sind die Stars. Die müssen die Treffer machen. Beim KEC ist das anders. Ja, ich glaube, Wolfgang Büttner, die Zeiten sind vorbei, wo wir Ausländer holen in die Liga und die schießen pro Spiel 3 Tore. Mittlerweile wird in Deutschland ganz gutes Eishockey gespielt. Und das ist sicherlich sehr, sehr offensiv, was der KEC da gespielt hat. Glück für die Kölner. Abseits, ein bisschen ist Sand im Getriebe beim Kölner EC. Aber noch einmal auf diese erste Sturmreihe zurückzukommen. Igor Dorochin, Ravil Khaidarov und Christoph Sandner. 33 Treffer in dieser Saison für diese drei Stürmer. Der zweite Sturm mit Sikora, Brandl und Kwasikow 34 Treffer. Und der dritte Sturm 26 Treffer, also diese Ausgeglichenheit der Sturmreihen, das ist das große Plus. Disziplin, Selbstvertrauen durch die Erfolge und die Ausgeglichenheit. Der KLC ist sehr, sehr schwer auszurechnen. Ja, und sicherlich auch die körperliche Verfassung dieser Mannschaft. Wenn ich an das Spiel denke, Düsseldorf-Köln, wo die Kölner Mannschaft dann zum Schluss wirklich in guter Verfassung war. Das ist sicherlich übertrieben, wenn man sagt, sie haben die DG an die Wand gespielt, aber sie haben schon enormen Druck gemacht. Und in der letzten Minute dann den Ausgleich erzielt, 2:2. Premiere war dabei. Und ich denke noch den Helmut Steiger, der bei einem Interview bei Premiere mal gesagt hat, auf die Frage, na, was er denn von dem Trainer hält. Naja, er sagt, da kann man noch nicht viel sagen, aber mittlerweile steht die Mannschaft am zweiten Platz. 5 gegen 5. Toni Plattner ist zurück. Und aus dem Umfeld der Mannschaft hört man, Wladimir Wassiljew legt immer noch keinen Wert auf Taktik. Aber jetzt Jiří Lala, seine Position im Nachschuss. Natürlich das 1:2. Sein 28. Saisontreffer, der Weltmeister von 1985. Ja, vorausgegangen war ein Fehler von Jürgen Schulz. Und das, diese Chance lässt sich Hirschi leider nicht ergehen. Auch im Nachschuss nochmal. Und ich verstehe da den. 22 und 17. Ich glaube, das war Dorochin. 22 und 17. Hier nochmal. Da zieht er ab. Wehrt ab. Und Hohnadel auf der anderen Seite müsste ihn packen. Und im Nachschuss oben in die Ecke. Keine Abwehrmöglichkeit. Auch Schulz, hier sieht man es nochmal. Mit der Nummer 5.
mit gebührendem Abstand vor einem Weltmeister, aber da muss man auf den Mann gehen und muss ihn wegdrücken. Vorlage gab mit der Nummer 17, Peter Dreiseite. Neuer Spielstand 1:2. Und viele, viele Premiere-Zuseher passen auf jedes Wort, was wir sagen. Und natürlich kommt es jetzt 1:0 für Mannheim, 1:1 durch Köln und 2:1 für Mannheim. Das vierte Spiel in dieser Saison zwischen diesen beiden Mannschaften und zum vierten Mal diese Torfolge. Sind wir gespannt aufs Endergebnis. Bisher gab es je einen Sieg und ein Unentschieden. Also ein Sieg Köln, ein Sieg Mannheim und ein Unentschieden. Offen und ausgeglichen die Bilanz zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, wenn sich die Mannheimer an das taktische Konzept halten, dann wird es sicherlich für die Kölner schwer. Denn wir wissen ja, das Toreschießen ist nicht unbedingt ihre große Stärke. Und ein Jiří Lala, der kann wirklich ein Spiel allein entscheiden. Und er hat nicht viel Chancen. Und Tor! Ja! Da ist er schon wieder. Tor Nummer 29. Aber dieser Jiří Lala, das ist einer dieser Ausländer, der pro Spiel zwei, drei Tore machen kann. 7 und 13. Da kommt er von hinten rein und da stehen sie alle zu weit am Tor, die Kölner Verteidiger. Da muss einer diesen Jiří Lala, den muss ich, wenn ich aufs Eis gehe, dann muss ich den im Kopf haben, den muss ich in den Augen haben. Und so darf man den Torjäger nicht alleine stehen lassen. Wenn Sie gerade sich etwas irritiert gefühlt haben, das war die Helmkamera und Pepe Heiß ist sicherlich auch schon bald schwindlig gespielt. Anhand dieser schnellen Torfolgen. Sein Vertrag läuft noch bis 1994 beim Mannheimer ERC. 500.000 brutto, so hört man. Ein Mann mit dieser Klasse könnte bei dem einen oder anderen Bundesliga-Verein sicherlich noch ein paar mehr Mark mehr verdienen. Er führt ja die Torschützen und die Scorerliste an, obwohl er 9 Spiele aussetzen musste nach seinem Handbruch. Ja, das zeichnet eigentlich unser Mann wie den Jiří Lala aus. In der vergangenen Spielzeit bzw. heute in Köln hat man nicht viel gesehen von ihm. Und auf einmal ist er da, macht 2 Tore, aus dem Nichts kommt er und es steht 3:1. Für die Kölner wird es wirklich sehr schwer, aber für uns auch sicher spannend, denn die Kölner, sie müssen jetzt was machen. Aus der Bierstadt Budweis, im Tschechischen heißt das Budějovice. Aber da ist nur Wasser drin in dieser Flasche. Er ist ein exzellenter Schlittschuhläufer, aber als Trainer müsste ich eigentlich wissen, wenn der Jiří Lala Körperkontakt bekommt, das liebt er nicht, dann lässt er sich provozieren. Und mich wundert es, dass er da hier so locker rumfährt, denn jeder kennt natürlich seine Qualitäten. Und die hat er jetzt ganz kurz bewiesen vorm Tor. Da ging es dann. Der KLC kommt, aber auch mit Fehlpässen. Und meine Vermutung ist, dass wir das jetzt öfter sehen werden. Tackling, Checks. Jetzt wird gefightet. Aber Mario Gehrig. Setzt sich durch. Ja, in der Abwehr der Kölner Hohnadel und Schulz für meine Begriffe etwas zu weit vom Mann weg. Sie spielen im Raum und das darf man bei den Mannheimern nicht machen. Sie müssen hier aggressiver an den Mann gehen, 1 gegen 1 spielen. Und das ist natürlich auch
dann besser für den Beppi Heiß. Er kann sich viel mehr konzentrieren und so haben die Spieler eben mehr Raum, mehr Möglichkeiten. Noch einmal Jürgen Schulz und Frank Hohenadel, die jüngste Verteidigungslinie in der Bundesliga. Jürgen Schulz 23 und Frank Hohenadel 20. Jerzy Kochter, den wir gerade gesehen haben, kann zufrieden sein. Und er war schon drüben in Kanada zu einem Schiedsrichterlehrgang. Peter Radosei. Naja, aber die Kölner, sie müssten, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie mehr arbeiten. Sie spielen mit 5 Mann zurück, da muss ich jetzt mal was machen. Ich muss aufmachen. Es kann doch nicht angehen, dass also der Mannheimer Spieler im eigenen Drittel die Scheibe hat und alles bewegt sich rückwärts zu Hause. Wenn die Mannheimer, die Kölner haben ja eine hervorragende Heimbilanz, da müsste meiner Meinung nach jetzt mehr kommen. Der Trainer müsste aggressiver spielen lassen. Da sieht es am Thomas Brandl, der ist im gegnerischen Drittel und spielt rückwärts, fährt rückwärts. Wenn ich das Spiel gewinnen will, dann muss ich aggressiver spielen. Dann muss vorgecheckt werden. Eine Augenweide, dieser jährische Lala. Aber jetzt Jörg Meyer, der Verteidiger. Der Torschütze zum 1:0, die Stürmer heute vom KEC. Die ist ja noch nicht in Torlaune. Helmut Steiger, der alte Fuchs, Dobuczynski. Da versuchte er den Weg durch die Beine, durch die Schoner, aber Peter Franke machte zu. Aber ich glaube schon ein wenig Änderung in der Taktik erkannt zu haben. Helmut Steiger startet früher, jetzt ist Leo Stefan schon an der Mittellinie. Ja, sie müssen was probieren, denn 3-1 zu Hause, das kann es ja nicht sein. Jerzy Ipona, gehakt von Heini Schiffel. Also die 6000 Zuschauer im Eisstadion an der Lenzstraße reiben sich verwundert die Augen, wie offensiv der Peppi Heiß heute spielt und vor allen Dingen anhand des Spielstandes 1:3. Der Gast aus Mannheim führt noch 3 Minuten in diesem zweiten Drittel. Für die Mannheim ist es jetzt natürlich leicht. Sie haben die Scheibe, schießen die Scheibe rein und die Kölner müssen kommen. Und sie spielen ganz locker hinten, spielen die Scheibe wieder ins Drittel. Lala wieder. Schöner Pass auf Kreis. Dreiseitel rutscht aus. Die Konterchance. Schon ist Sand nach vorne. Der Rochin startet, aber er kommt nicht an den Puck. Yeah!
Abseits. Peter Dreiseitel zu spät mit dem Puck im Drittel. Dieter Willmann war schon im Angriffsdrittel. Jerzy Kochter engagiert. Nonja ist locker, man sieht's. Noch einmal zur Erinnerung, die Mannheimer nur mit 4 Verteidigern, Christian Kort und Jörg Hanft, nicht dabei, der eine krank, der andere verletzt. Das wird die Frage sein für den Schlussabschnitt, für das letzte Drittel. Ob sie das Tempo halten können, ob sie sich dagegen stemmen können, ob die Kraft reicht. Das war ein guter Check jetzt vom Jörg Meier. Aber es ist vorne zu wenig bei den Kölnern. Es ist kein Druck da. Die Mannheimer in Ruhe können sie die Scheibe aufnehmen und dann locker rauspassen. Sie machen nicht viel. Die Mannheimer, aber sie führen ja auch 3:1. Ja, und da gibt es natürlich 2 Strafminuten für Dale Grenz. Ja, ja, also man gut, irgendwann muss er die auch wieder mal auslassen. Der eine Niederbayer argumentiert, das ist Alex Schloder, und der andere lamentiert, dass es Peter Radosei. Ja, anhand der Beschwerde von Dale Grenz, aber das ist eine Strafzeit, keine Frage. Strafzeit gegen den MRC. Der Prince mit der Nummer 20 hält 2 Strafminuten wegen Halten. Also die letzten 37 Sekunden in diesem Drittel. 5 Kölner gegen 4 Mannheimer. Er schoss am Freitag bei dieser 3:6 Niederlage gegen Krefeld einen Treffer. Vor 2 Wochen. Ja, und ein Tor für den KIC wäre natürlich wichtig. Da geht man mit nur einem Tor Rückstand in die Drittelpause. Also noch mal kurz zu dieser Einblendung. Vor 2 Wochen, vor 2,5 Wochen, Dale Grenz zum zweiten Mal Vater. Schon wieder eine Tochter. Taylor heißt sie. Also, wenn Nachwuchs im Eishockey zurzeit von den Spielern, dann nur weiblicher Nachwuchs. 1:3. Der Spielstand nach 40 Minuten. Die Mannheimer führen durch 2 Treffer von Jerzy Lala. Und ich bin fast versucht zu sagen, nicht unverdient. Sie spielen clever hier. Ja, sie spielen clever und gerade in der Abwehr haben die Kölner etwas Probleme gehabt. Für meinen Geschmack etwas zu locker. Denn so darf man den Jerzy Lala nicht spielen lassen. Ich habe den Thomas Brandl gesehen, wie er rausfährt, enttäuscht, winkt ab mit der Hand. Und das ist natürlich jetzt das Verkehrteste, das man machen kann, dass man resigniert. Man muss also wirklich in den letzten 20 Minuten noch was an. Das werden die Spieler sicherlich auch so sehen. Frank Schlageter, bitte. Peter Franke steht bei mir und das ist eigentlich die Sensation oder die Überraschung im Spiel. Nicht die 2 Tore von Jerzy Lala, sondern die Art und Weise, wie souverän Peter Franke hier bisher hält. Peter, wann haben Sie erfahren, dass Sie heute im Tor stehen? Wie haben Sie sich vorbereitet? Ich habe mich vorbereitet, wie ich mich immer vorbereite. Das heißt, mit der Mannschaft trainiert, vielleicht noch ein bisschen mehr Torwarttraining, weil mir doch die Spielpraxis fehlt. Und erfahren habe ich es vorgestern, nach dem Spiel am Freitag. Peter Franke, toi toi toi, auch fürs letzte Drittel. Rollo Fuhrmann, bitte. Tja, und das sind friesische Haie, die beißen. Und den Mann, den Sie hier sehen, das ist der Torwart der Kölner Haie. Was ist los mit den Kölner Haien? Die beißen nicht und Jerzy Lala darf bei Ihnen spazieren fahren vor dem Torraum. Ja, so sieht's aus. Wir sind anscheinend sehr, sehr müde von den letzten Spielen. Wir haben die ganze Woche eigentlich nur hart trainiert. Ja, vielleicht arbeitet unser Trainer auf Playoff hin und sagt ihm, wir haben jetzt genügend Punkte Vorsprung. Das werden wir schon noch rüberschaukeln, den zweiten Platz. Auf dem Eis klappt es heute nicht. Mit dem Töchterchen erstmal herzlichen Glückwunsch vom gesamten Premiere-Team. Stella heißt die Kleine. Geht's der denn wenigstens heute gut?
Ja, heute früh ist ja nur bestens gegangen. Ich hoffe, dass das so weiterhin so bleibt. Ja, das hoffen wir auch. Alles Gute für das letzte Drittel und für das Töchterchen. Und wir geben wieder weiter zum zweiten Mal nach Berlin zum Hallenfußball. Ja, und es wird etwa 40 Minuten dauern, bis sich dann Michael Pfad und René Hiepen vom spannenden Finale beim internationalen Hallenturnier in Berlin wieder melden werden. Bis dahin machen wir weiter mit dem Eishockey live aus Köln, Kölner EC gegen Mannheimer EAC. Und nach 40 Minuten sicherlich eine Überraschung, da führen die Mannheimer mit 3:1. In diesem zweiten Drittel sind 2 Tore gefallen für Mannheim, obwohl die Kölner mehr vom Spiel hatten, und die schauen wir uns mal an. In der 31. Minute die 22, Jerzy Lala im Nachschuss, sein 28. Tor. Sicherlich erleichtert von den unerfahrenen Kölner Verteidigern. Hier sehen wir das. Sie machen Platz, Hohnadel und Schulz. Und da hat Lala dann keine Mühe, das 2:1 zu erzielen. Und in der darauffolgenden Minute gleich das 3:1 für die Mannheimer. 29. Tor Lala. Und der MEAC bestätigt, im zweiten Drittel ist er am gefährlichsten. Denn 45% der Mannheimer Tore fielen in den zweiten 20 Spielminuten. Die Statistik zu diesem zweiten Drittel: 11 Torschüsse Köln, 10 für Mannheim, ausgeglichen. Dafür Mannheim vorne bei den Strafminuten. Und die Bullies, die gewannen die Kölner. Sie hatten also häufiger Scheibenbesitz, aber sie haben es nicht genutzt. Jerzy Lala, zweifacher Torschütze, 3:1 Führung für Mannheim. Also noch 20 Minuten Zeit für die Kölner Haie gegen Mannheim. Und bis es weitergeht draußen im Eisstadion, vertreiben wir Ihnen ein wenig die Zeit mit unserer Superzeitlupe. Immer wieder schöne Bilder, die Superzeitlupe von Premiere. Der Trainer, das ist das Thema, Wladimir Wassiljew, er macht seine Besonderheiten. Er trainiert nach wie vor keine Taktik, nur auf Kondition, auf Zweikampfschulung, auf schnelle Breaks. Und er trainiert sehr, sehr hart, hat Pepe Heiß gesagt, in dieser Woche. Vorbereitungen auf die Playoffs. Alois Schloder, ist das schon jetzt der richtige Zeitpunkt? Oder hätte er vielleicht noch lieber sagen sollen, es kommt von alleine? Na gut, es ist sicherlich nicht üblich, aber der Vorsprung der Kölner, ich glaube, sie sind ja betoniert auf den zweiten Platz. Da kann man schon einmal arbeiten, denn das letzte Viertel ist angebrochen. Aber wir wissen ja, dass der Wassiljew ganz besondere Eigenheiten hat, barfuß übers Eis laufen oder sonstige Dinge. Wollen wir uns einmal überraschen, ob es hilft. Trinkverbot im Training und. Dieser Mann, Wladimir Wassiljew, ungewöhnliche Methoden, aber Erfolg. Und das war auch ein bisschen unsere Schuld, das muss man so sehen. Zu Saisonbeginn haben wir gesagt, Niederlagen, er kann kein Deutsch, mittlerweile kann er relativ gut Deutsch, für das Ministudio reicht es noch nicht. Ist das die richtige Methode? Aber er hat Erfolg und alles andere zählt nicht, nur der Erfolg zählt. Aber sehen wir, ob im dritten Drittel der Erfolg jetzt kommt. Es beginnt Mannheim, der Gast, in Führung 3:1. In dunklen, in schwarzen Trikots von rechts nach links. Ja, und die Kölner noch in Überzahl, den Dale Grenz sitzt noch auf der Strafbank. Und jetzt haben wir 3 Russen in einem Sturm. Wann haben wir das schon in der Liga? Leo Stefan.
hervorzuheben. 13er zur Nummer 13 muss man natürlich sagen, Leo Stephan. Er hatte sein Debüt in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup. Hier zieht er ab. Ja, mit der Fanghand schön gehalten von Peter Franke. Also Anfang November seine ersten beiden Länderspiele. Und er ist ja noch jung und er ist sicher entwicklungsfähig. Ein Mann für die Zukunft, Leo Stephan. Hallo! Jörg Meyer, der Überzahl-Spezialist, und da ist er! Hat diesmal gut gemacht, flach vor das Tor. Heiderow stand da, steht immer noch. Dorochin, Stephan, bleibt hängen. Heiderow, Pokorny, Jörg Meyer. So muss ein Powerplay aussehen. Jawohl! Und es war klasse gespielt von Dorochin auf Stephan. Das leere Tor. Peter Franke im ersten und im zweiten. Und nur noch 2 Sekunden Strafzeit für Delcrenz. Also auch diese Unterzahl-Situation für den Mannheimer ERC gut überstanden. Im Gegenzug der Kölner EC ein weiteres Mal erfolglos im Powerplay. Hier noch einmal der Nachschuss und die Reaktion von Peter Franke. Ja, man sieht den Peter Franke, wie weit er aus dem Tor ist. Er verkürzt die Winkel und macht wirklich ein ausgezeichnetes Spiel heute in Köln. Mannheim kommt weg. Ja, der grenzt wieder auf dem Eis. Mannheim komplett. Ein Puck in die Zuschauer, ein Gruß an die Zuschauer. Muss einer angreifen, Freunde aus Köln, das ist, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, dann müssen wir ein bisschen mehr aggressiver spielen. Ein Vorchecker, Delcrenz, die 20. Ansonsten 4 Mannheimer an der eigenen Linie. Korrekter Check, keine Frage. Mario Gehrig auf Grenz. Harold Kreis. Thomas Brandl. Abseits, abseits. Und da hat er sich wehgetan. Naja, ein korrekter Check. Das ging in die Knie. Toni Plattner, der kleinste Mannheimer. Sieht's nochmal, der geht runter. Korrekter Check von Schulz, glaube ich, von Jürgen Schulz. Und das kann schon wehtun. Man sieht es, wahrscheinlich am Knie. Toni Plattner noch auf dem Eis. Wir nützen die Unterbrechung für ein Interview. Helmut Bauer, der Manager des KEC. Die Haie beißen heute nicht. Sind sie müde, so wie Peppi Heiß gesagt hat, dass sie zu viel gespielt haben, oder woran liegt's? Ja, den Eindruck kann man haben. Man sieht, also im gesamten Mannschaftsgefüge läuft heute gar nichts zusammen. Es ist ein sehr müder Eindruck da. Es ist natürlich auch ungewohnt, jetzt so ein Spiel um 1 Uhr zu spielen. Vor allem für eine Heimmannschaft ist es nicht von Vorteil, weil wenn die Spieler nicht unter Kontrolle hat, wann sie aufstehen, als Gastmannschaft weiß ich genau, wie ich meinen Tagesplan zu richten habe. Und es hat so den Eindruck jetzt, dass also einige Herren tatsächlich noch schlafen.
Aber eine Entschuldigung ist das nicht, ne? Nein, es gibt keine Entschuldigung, ist gar keine Frage. Ein schlechtes Spiel macht man immer wieder. Aber wie gesagt, ich kann nur noch hoffen, dass jetzt mit späterer Tageszeit doch einige noch aufwachen und dass wir noch zu unserem Spiel finden. Sie wirken auch etwas müde. Letztes Mal in Düsseldorf am letzten Sonntag, da haben Sie noch gesagt, auf geht's Männer, alles oder nichts. Wollen Sie es heute auch noch sagen oder sind Sie auch ein bisschen zu müde? Ja gut, was heißt müde? Müde, das möchte ich nicht sagen, aber es ist halt so, der Stress der letzten Zeit geht nicht spurlos an einem vorüber. Er bleibt auch in den Knochen stecken, gar keine Frage. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Wahrscheinlich ist es auch draußen Frühlingstemperaturen, irgendwo so leichte Müdigkeit da, aber das hat jetzt mit dem Spiel nichts zu tun. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass der Manager und auch die Mannschaft wieder ein bisschen bissiger werden. Weiter mit Wolfgang Büttner. Und Toni Plattner ist gerade hinausgeführt worden. Es sieht nicht gut aus. Das linke Knie, er zieht seinen Fuß nach. Wir haben im alpinen Skirennsport der Damen zwei schwere Knieverletzungen, Michaela Gerg und Katrin Gutenson. Und jetzt ein Verteidiger beim Mannheimer ERC. Und jetzt wird es ganz, ganz böse, denn jetzt sind nur noch drei gelernte Verteidiger auf dem Eis. Mike Heidt, Vince Sebeck und auf der Bank natürlich noch ein Dritter. Ich glaube nicht, dass man ein ganzes Drittel oder fast ein ganzes Drittel mit drei Verteidigern spielen kann. George Fritz hat schon Verteidiger geübt. Muss er da umstellen, Jerzy Kochter? Ja, er wird sicherlich umstellen, dass er einen Stürmer in die Abwehr bringt. Denn mit dreien ist sicherlich nicht machbar. Alois, mal ganz kurz, Jerzy Kochter sagt uns ein Wort dazu. Jerzy Kochter, jetzt noch einer von den nur vier Verteidigern ausgefallen. Wie sieht die Umstellung aus? Jerzy Kochter. Ein Verteidiger von den eh nur vier Verteidigern jetzt verletzt raus. Toni Plattner, wie stellen Sie um? Dale Krenz muss ich spielen. Also Dale Krenz übernimmt die Rolle von Toni Plattner. Weiter mit Wolfgang Büttner, bitte. Also das ist richtig eine heiße Information. Sie haben es mitbekommen. Jerzy Kochter mit Sorgenfalten im Gesicht. Ich habe auch gesehen, dass Alexander Serikow, der bisher nur auf der Bank saß, sich warm macht. Das letzte Aufgebot. Ja gut, und mittlerweile bekommen die Mannheimer wiederum zwei Strafminuten. Mike Heidt wegen gefährlich hohem Stock, wieder ein Verteidiger. Jetzt wird es ein bisschen eng da hinten bei den Mannheimern, aber sie führen ja noch 3:1. Also ich habe auf George Fritz als Verteidiger getippt, aber er hat in der Weihnachtspause mit Dale Krenz mal eine Verteidigungslinie probehalber in Freundschaftsspielen gebildet. Und er vertraut dann doch mehr dem Kanadier, Jerzy Kochter. Aber wie gesagt, Überzahlspiel, Powerplay für den Kölner EC. Sehen Sie diese Routine. Jerzy Lala. Ja, der Jerzy Lala ist ein Spieler, den muss man attackieren, den muss man körperlich angreifen, wenn man Erfolg haben will. Und es gibt ja schon Strafzeiten. Der Tschechoslowake war ein wenig böse, weil er hart genommen wurde, aber meines Erachtens korrekt und fair. Hat sich dann bei Andreas Lupzig revanchiert. Und Peter Radosei schickt beide hinaus. Also Andreas Lupzig, die 22 weiß. Und Harry Kreis sehe ich da. Habe ich mich einfach mal verguckt. Kann passieren. Ja, mittlerweile wird es noch enger, denn wir haben zwei Verteidiger auf der Strafbank, Harald Kreis und Mike Heidt. Mit seiner Erfahrung kann er einiges wettmachen, was an Fitness fehlt, Harry Kreis. Aber jetzt, wie gesagt, Dale Krenz, ein Verteidiger, er ist gelernter Stürmer. Und dann bleibt nur noch der Vince Sebeck übrig. Mit der Nummer 22 Andreas Lupzig, ebenfalls 2 Strafminuten gegen übertriebener Härte. Letzte Woche ist die Transferfrist abgelaufen im deutschen Eishockey. Also mit diesen Spielern muss jetzt bis zum Ende der Saison gespielt werden. Das ist natürlich bitter, wenn Toni Plattner ausfällt.
Christian Kurt hat die Grippe, der kann natürlich wieder kommen. Aber Jörg Hanft hat sich den Finger gebrochen. Akuter Verteidiger-Notstand also beim Mannheimer ERC. Ja, bei dieser Verletzung hat man gesehen, dass wenn es spektakulär aussieht, dann ist es weniger schlimm, aber wenn es den Dumpfen macht, wenn also hier Zusammenprall erfolgt, dann kann es meistens wehtun. Und Tor! Ravil Kajdanov im Überzahlspiel. Das 2 zu 3. 21, 29. Der Franke lässt den Puck abprallen und im Nachschuss, da hat er natürlich keine Abwehrmöglichkeit. Der Anschlusstreffer. 44 Minuten und 53 Sekunden gespielt. Das 2 zu 3 durch Ravil Kajdanov. Sein 17. Saisontreffer. Und die Nachricht, die uns aus der Kabine des Mannheimer ERC erreicht, die stimmt mich persönlich ziemlich, ziemlich traurig. Ich hatte selber mal einen Kreuzbandriss, ich weiß, was das heißt. Und Toni Plattner, die erste Diagnose, Kreuzbandriss. Wie Michi Gerg und Katrin Guttenson im Skifahren. Also die Kniebänder in dieser Woche. Das ist einfach bei der Konstruktion Maschine-Mensch ein ganz großer Nachteil, die Kniebänder. Andreas Lumpzig auf der Strafbank. Ja, aber man hat gesehen, der Jürgen Schulz macht den Bodycheck, geht tief runter mit dem Körper und erwischt ihn genau im Kniebereich und er fährt drauf und das macht den sogenannten Dumpfen. Man meint, es ist nicht viel, aber dann passiert sowas. Meistens, wenn sie einen Meter durch die Luft fliegen, passiert am allerwenigsten beim Eishockey. Und nochmal wichtig, es war ja kein Foul, es war ein korrekter Angriff. Keine Strafzeit. So dumm kann es gehen. Ja, und für die Mannheimer wird es natürlich jetzt schwer. Sie haben natürlich auch schon eine Menge Strafzeiten, ein Verteidiger weniger. Gut, der Grenz geht zurück und der Druck der Kölner wird sicher stärker. Auch ganz, ganz selten, dass beide weggeschickt werden und beide schütteln nur den Kopf. Es war beide Strafbänke belegt, aber 5 gegen 5, denn vorher gab es eine 5 zu 4 Situation und dann mussten je ein Spieler hinaus. Deswegen die Strafzeit ist abgelaufen, aber sie dürfen nicht zurück aufs Eis. Andreas Lupzig und Herold Kreis erst bei der nächsten Unterbrechung. Und da ist Leo Stefan. George Fritz. Fritz wartet, aber da ist keiner dabei und Strafzeit ist angezeigt wieder einmal. Peter Franke eilt aus dem Tor, aber Puckverlust. Strafzeit gegen Köln. Thomas Brandl kann es nicht glauben. Das Wort, das wir gerade von seinen Lippen haben erahnen können, war nicht druckreif. Also viele Strafzeiten heute. Diese gegen Thomas Brandl 1988. Wenn ich richtig informiert bin, kam er zum Kölner C und wurde gleich deutscher Meister.
viele Strafzeiten gegen den Kölner EC, obwohl sie die zweitfairste Mannschaft im Verlauf dieser Bundesliga-Saison sind. Im Schnitt nur 11,2 Strafminuten pro Spiel. Das machte in der Summe 382 Minuten aus vor dieser Partie. Aber jetzt Überzahl natürlich wieder mit den Besten, aber Mike Heidt ohne Druck auf dem Schläger bei diesem Pass. Rochin! Das hat er sehr gut gemacht. Und Rochin, er schlägt einen Haken vor Mike Heidt und aus der Drehung raus. Zieht er ab. Del Krenz. Peter Dreiseitel. Da lauerte Jirschi Lala. Der Konter. Igor Dorochin. Noch 40 Sekunden Strafzeit für Thomas Brandl. Also wenn die Kölner diese Strafzeit überstehen, dann haben sie eine gute Chance, zumindest den Ausgleich zu erzielen. Und es sieht gut aus für den Kölner EC, zumindest was die Strafzeit von Thomas Brandl angeht. Die läuft nämlich in dieser Sekunde ab. Ja, und jetzt das erste Mal auf dem Eis, allerdings im Abseits, Alexander Serikow. Und wir haben ein Interview, die schlimmen Befürchtungen, Toni Platter betreffend. Stimmt es? Frage gebe ich weiter. Und ich gebe die Frage weiter an Rudi Lang, Physiotherapeut der Mannheimer. Herr Lang, wie sieht es aus, die Kreuzbänder, aber was genau, gerissen? Ja, also man vermutet ganz deutlich, dass das vordere Kreuzband am linken nie gerissen ist. Er hat eine deutliche Schublade und nach einzelnen Untersuchungen vom Arzt, wie auch von mir, ist es also so, dass wahrscheinlich das linke Kreuzband gerissen ist. Und das heißt, Toni Plattner nicht nur in diesem Spiel nicht mehr auf dem Eis, sondern wie lange nicht mehr? Also man schätzt mal 3 Monate mindestens, bis er wieder voll einsatzfähig ist. Dankeschön, Wolfgang Büttner wieder. Also wenn ich das Wort Schublade schon höre, dann gibt es mir einen Stich von oben bis unten. Ja, Wolfgang Büttner, da dürfte ich eigentlich nicht daneben sitzen, denn ich habe seit 15 Jahren einen Kreuzbandriss und kann mein Knie locker rausfahren, aber man kann das also kompensieren mit guter Trainingsaufgabe. Das kommt darauf an, wie stark das Band zerrissen ist. Also bei mir war es zerfetzt und die Schublade bedeutet, die Kreuzbänder stabilisieren das Knie. Sie halten es von innen zusammen und wenn so ein Kreuzband gerissen ist, es gibt 2 davon, aber jetzt Leo Stefan wieder. Ja, es gibt 2 Minuten, da war ein Stock von Kölner im Gesicht von Leo Stefan. Da geht es gewaltig zur Sache auf dem Eis. Pepi Heiß nicht mehr auf selbigem. 6 Kölner gegen 5 Mannheimer. Jetzt die Unterbrechung. Kurz noch mal zur Schublade. Also wenn die beiden Kreuzbänder, wenn eines gerissen ist, dann ist die Stabilität des Knies nicht mehr gewährleistet. Das heißt, der Arzt prüft das, indem er von unten gegen das Knie greift und wackelt. Und dann ist dieser Schubladeneffekt da und das tut sehr, sehr weh. Also Toni Plattner, alles Gute, schnelle Genesung. Kleine Hoffnung besteht ja noch, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, aber meistens trifft es dann doch zu. Harold Kreis muss auf die Strafbank. Überzahlspiel für Köln. Ja, und meistens sitzt es bei den Mannheimern die Verteidiger auf der Strafbank. Das ist natürlich schon ein Zeichen, ich sage jetzt einmal, von körperlicher Schwäche, denn im Zweikampf reagiert man dann nicht mehr so. Ich meine, Mike Heidt und Harold Kreis, sie sind ja nur noch zu dritter, müssten eigentlich auf dem Eis stehen und nicht auf der Strafbank. Und es wird immer schwieriger für den MRC, dieses Ergebnis zu halten. Schiffel.
Schön gemacht von Peter Dreiseitel. Verzögert und dann die Scheibe tief gespielt, also befreit. Manchmal bin ich froh, dass ich kein Trainer bin und auch keine Ambitionen habe, Trainer zu werden. Dieses Gesicht von Jerzy Kochta, da zittert und bebt der ganze Körper. Bilder, die für sich sprechen. Fast 51 Minuten sind gespielt. Immer noch führt der Mannheimer ERC mit 3:2. Ja, und sie versuchen natürlich jetzt gerade in der Strafzeit eben die Scheibe aus dem eigenen Drittel zu schießen oder zu bringen. Kurzes Handgemenge vor der Schlittenräder und ein weiteres Interview. Rolf Vormann, bitte. Ja, Bernd Hake, für ein Fazit ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Der Manager hat gerade gesagt, Köln sei müde. Jetzt sind die Haie aufgewacht. Ja, wir sind nicht müde vom letzten Spiel. Es ist einfach so, wenn man um 13 Uhr spielt und wahrscheinlich zu spät aufsteht, haben natürlich die Mannheimer einen großen Vorteil. Die müssen früh aufstehen, kommen mit dem Bus angereist. Wir sind noch nicht wach, vielleicht in den letzten 10 Minuten. Mannheim hat in Berlin 1-3 hinten gelegen, hat in den letzten 4 Minuten den Ausgleich geschossen. Und wir können hier heute auch noch gewinnen. Es ist noch alles drin. Was für Sie ein unfaires Spiel wegen der vielen Strafzeiten und dieser Verletzung? Das kann man nicht unbedingt sagen. Die Verletzung war sicherlich unglücklich, aber die Strafzeiten halten sich im Rahmen. So, und sagen Sie jetzt auch auf Männer, alles oder nichts? Oh ja, das sowieso. Dankeschön, Bernd Hake. Wolfgang Büttner. Also wer das ZDF-Sportstudio gestern verfolgt hat, für den kann das Argument ausschlafen, früh aufstehen nicht gelten. Da waren die Skifahrerinnen aus Cortina d'Ampezzo zugeschaltet und sie haben gesagt, wir müssten schon längst ins Bett. Normalerweise gehen wir um 9 Uhr ins Bett, denn wir müssen um 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen, je nachdem wann die Rennen sind, regelmäßig. Und das ist einfach nur eine Einstellungssache. Ja gut, Wolfgang Büttner, ich muss natürlich als ehemaliger Aktiver dazu sagen, ist sicherlich nicht angenehm, wenn ich um 1 Uhr spielen muss. Dann bin ich 1,5 Stunden vorher in der Kabine. Das heißt, ich muss spätestens um 8 Uhr auf sein, hellwach sein. Und das ist eigentlich das Problem, wenn der zu Hause schläft, dann steht er halt erst um 9:30 Uhr auf und kommt dann um 11 Uhr in die Kabine. Also der Vorlauf zu der Kabine, zum Warmmachen, zum Aktivieren, zur Einstimmung ins Spiel, erfolgt dann zu spät. Das heißt, ich muss wirklich um 7 oder um 8 Uhr aufstehen, um wirklich hier fit zu sein. Und ja, da bleibt einem die Stimme weg. Ja, der Miro Sikora hat also hier diese Einschussmöglichkeit gehabt. Er macht es auch richtig, will hochschießen, aber die Scheibe geht über das Tor in das. Kann hier nochmal die Tormöglichkeit aus der Drehung. Hier bekommt er es nochmal und dann schießt er oben drüber. Das war Torschuss Nummer 12 in diesem Drittel, in diesem Abschnitt. Der Mannheimer ERC gerade mal dreimal auf das Tor von Peppi Heiß gestoßen. Und vorhin ist mir in der Hektik so ein Versprecher rausgerutscht, von wegen Peter Schlickenrieder. Das kann schon mal schon gar nicht sein, entweder Beppo Schlickenrieder, weil er sitzt auf der Bank, und Peter Franke heute im Tor, ein ausgezeichneter Torhüter an diesem Sonntag. Mannheim wieder komplett. Also, der dritte Verteidiger ist wieder da, Harold Kreis. Wenn er da mal den Puck nicht festhalten kann, dann kommt die Kelle und schlägt ihn nach vorne. Das Spiel wird schneller, das Spiel wird sicherlich auch, was die Körperkontakte angeht, härter. Das Aufbäumen des Kölner EC. Mannheim stemmt sich mit dem letzten Aufgebot dagegen.
Ich warte auf eine Unterbrechung für den Zwischenstand aus Schwenningen, denn hier kann jede Sekunde was passieren. Also, Freunde aus Düsseldorf und aus dem Schwarzwald, wir melden gleich das Drittelergebnis aus Schwenningen. Aber erst warten wir mal ab bis zur nächsten Unterbrechung. Leo Stephan. Helmut Steiger. Da kommt der Pass vor das Tor zu Christoph Sandner. Hier dieser Check, die Nummer 24, Alexander Serikow, noch 17, der jüngste Bundesligaspieler. Jetzt also als Stürmer auf dem Eis, hier am Puck. Der kam von den Landshuter Junioren. Hat auch schon einen Bundesligatreffer erzielt. Also die Freunde auf dem Eis machen wir tun wir den Gefallen nicht. Deswegen nach dem ersten Drittel ein Zwischenstand aus einer anderen Halle. Schwenningen gegen Düsseldorf 1:3. Also die DEG marschiert weiter. Die Frage ist, kann Köln Schritt halten? Heiderhoff mit einem phänomenalen Antritt. Und das Tor! Und das ist es! Nicht! Da lässt er die komplette Mannheimer Mannschaft inklusive Torhüter stehen und scheitert dann dennoch. Abgefälscht. Sehr, sehr gefährlich dieser Schuss. Und Mannheim befreit sich nur noch. Der Blick geht immer öfter auf die Uhr. Noch knapp 5 Minuten sind zu spielen hier in Köln. 6000 Fans wittern ihre Chance, denn mit dem Rückhalt von den Rängen kann der KIC hier noch den Ausgleich schaffen oder mehr. Hier Gilala, kein Icing. Haben Sie es gesehen? Will noch mal nachgehen und Lupzig schaut kurz und dreht ab. Das ist diese Mannschaftskasse, die wir schon angesprochen haben. Ja gut, und Peter Radosay steht natürlich unmittelbar daneben. Aber natürlich auch die Mannschaftskasse könnte sein. Der verlogene, nicht verlogen, Gottes Willen. Der Blick kam schon zum Schiedsrichter. Sein Bruder hat in Freiburg eine Kneipe mit diesem Namen, Schneeburg, und er ist Teilhaber. Er kommt ja aus Freiburg, Dieter Willmann. Auch ein sehr guter Fußballer. Ja, und Trainer Wassilew hat umgestellt. Man hat ihm ja am Anfang immer nachgesagt, er macht nur sein Schema, erster, zweiter, dritter, vierter Block. Aber jetzt eine neue Formation mit Helmut Steiger und Leo Stephan und Miro Sikora. Und schon wird es gefährlich da vorne. Hier im Bild, im Vordergrund Bernd Hake gerade noch zu sehen und Wladimir Wassilew. 52 Jahre alt. In den 70er Jahren war er mal 2 Jahre Trainer in Klagenfurt in Österreich. Ja, und hier sicherlich der Mann, der großen Anteil hat an diesem Spielstand für die Mannheimer, nämlich Peter Franke, der ein ausgezeichnetes Spiel macht. Also Sonntagnachmittag
ist ja normalerweise Eishockeyzeit auf Premiere, aber wer von Anfang an dabei ist, seit 13 Uhr hat gehört, wir schalten auch noch nach Berlin zum Hallenfußball. Und dort beginnt demnächst das Halbfinale, aber keine Angst, liebe Freunde, liebe Fußballfreunde, Sie verpassen nichts. Sobald dieses Spiel hier zu Ende ist, schalten wir natürlich nach Berlin zum Fußball. Aber hier haben wir noch zu spielen, genau 4 Minuten. Mannheim führt 3:2 und Köln rennt an mit aller Kraft. Diesmal korrekte Entscheidung. Absichtliches Abseits, das heißt Bulli vor dem eigenen Tor. Sie sahen kurz Frank Schlagitter auf der Jagd nach einem Satz von Jerzy Kochter. Na gut, der hat sicherlich jetzt andere Probleme, denn jetzt geht es eigentlich in die entscheidende Phase. Aber man muss sagen, überhaupt die Mitarbeit bei den Eishockeyvereinen, wir können uns nur bedanken. Da wird sehr kooperativ sich verhalten, also Hut ab. Keiner darauf noch einmal. Peter Franke wieder weit vor seinem Tor. Er hat Glück mit seinen Aktionen, denn wenn er dann einmal vom Tor weg ist, dann ist natürlich das Tor offen für Nachschuss und da hat er immer Glück. Und man sieht hier die und jetzt Mannheimer natürlich nur in der Defensive. Und der Dreiseitel. Wird beheißt Markus Kuhl, Peter Obreser, nein, das ist Dieter Willmann. Noch einmal Dreiseitel. Ja, das hat er auch gut gemacht, der Peter Dreiseitel, im Gegensatz zum Alleingang. Er sieht den nebenstehenden, freistehenden Mann. Also für Spannung ist hier gesorgt an der Lenzstraße in Köln. Also da geht der Puls schon hoch. Wir sehen uns noch einmal die Helmkamera von Pepi Heiß. Hier der Querpass. Mit der Rückhand. Da sieht man noch mit dem Peter Dreiseitel. Flach will er Pepi Heiß überzwingen oder bezwingen, aber Pepi reagiert hervorragend. Noch 1:58. Es läuft also die 59. Spielminute und in den letzten 5 Minuten der Bundesligaspiele fallen die meisten Tore. Das haben wir mal ausgerechnet von Premiere. Und wer es ganz genau wissen will, die meisten Tore fallen in der 60. Minute. Schon 46 Mal in dieser Saison gab es kurz vor Schluss, also in der 60. Minute, einen Treffer. Natürlich leicht zu erklären anhand der knappen Spielstände in der Eishockey-Bundesliga. Da wird aufgemacht, entweder es gibt ein Empty Net Goal, also ein Schuss ins leere Tor, oder der Ausgleich wird doch noch erzwungen. Und Pepi Heiß wird sicherlich bald vom Eis gehen. Das ist Icing. Und jetzt möglicherweise Auszeit. Ja, jetzt muss er auch den Pepi Heiß rausnehmen, hat Bulli im gegnerischen Drittel. Und da muss er es eigentlich riskieren. Der Blick zu Vasiljev.
keine Reaktion von der Bank, noch nicht. Jetzt winkt er ihn her. Also, 70 Sekunden noch. Ja, und er nimmt jetzt eine Timeout. Sie haben das Handzeichen gesehen. Alois Schloder, das ist das, was mir schon oft aufgefallen ist. Da bereitet sich alles fürs Bulli vor. Das dauert schon sehr, sehr lange. Und erst dann kommt der Blick zum Schiedsrichter Auszeit. Wenn Auszeit, sollte man da nicht sagen, gleich nach dem Wechsel und nicht erst. Weil so dauert die Auszeit ja de facto 60, 70 Sekunden und nicht 30. Ja, so sollte es wahrscheinlich auch gedacht sein für einen Trainer. Gerade die Schlussphase ist etwas hektisch, da will ich ja Zeit gewinnen. Wobei es nicht immer gesagt ist. Der macht jetzt Auszeit, im Gegensatz sagt konzentriert und dann passiert, haben wir oft erlebt, doch der Fehler. Da hätte man auf der anderen Seite sagen müssen, warum jetzt gerade Auszeit? Warum lasse ich die Mannschaft, die im Fluss ist, nicht weiterspielen? Warum mache ich jetzt Auszeit? Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass eine Auszeit ihm nochmal die Möglichkeit gibt, hier auf die Spieler einzuwirken, Bulli gewinnen, nochmal die Positionen abzusprechen. Und hier wird es natürlich wichtig sein, jetzt, dass von den Kölner Spielern jeder einen Mannheimer Spieler hat, der am Bulli ist, muss das gewinnen, die Scheibe muss zurück auf das Tor, man muss jetzt blockieren. Jeder Spieler muss jetzt einen Mannheimer von Kölner Seite muss einen Spieler haben. Und man sieht es auch schon an der Aufstellung. Entscheiden wird natürlich der Bulli von Thomas Brandl sein. Also 6 Kölner gegen 5 Mannheimer. Thomas Brandl muss das Bulli gewinnen, wenn sie eine schnelle Chance haben wollen. Zu spielen nur noch eine gute Minute. Er hat das Bulli gewonnen und jetzt Überzahl. Pepi Heiß ist nicht mehr in seinem Tor. Hier Jilala hechtet sich hinein. Da ertönte ein Pfiff. Dann kam aus den Zuschauern. Aus den Zuschauern, das ist natürlich extrem unfair, so etwas. Jetzt neuer Aufbau. Von beiden Mannschaften das Beste auf dem Eis. Peter Dreiseitel sieht das Tor. Aber Jörg Meyer mit dem Knie dazwischen. Noch 25 Sekunden. Thomas Brandl. Heiderow. Hochachtung vor dem kämpferischen Einsatz dieser Mannheimer. Noch 20 Sekunden. Alois oft gesehen, warum so wenig Tore ins leere Tor? Traut sich ein Spieler nicht, wenn kein Torhüter drin ist? Oder? Nein, ich glaube, wenn er registriert es beim Bulli, dass der Torwart aus dem Tor ist. Und dann ist für mich natürlich wichtiger, die Scheibe zu haben, und dann das Ding runterzuschießen. In dem Fall war es vielleicht nicht ganz gut, weil es Bulli ja wieder im Mannheimer Drittel gibt. Dann ist für mich wichtiger als Spieler, dass ich das Ding rausbringe. Bevor ich mich konzentriere und dann sage, jetzt muss ich genau Maß nehmen. Außerdem, ich bin ganz alleine an der blauen Linie. Da kann ich das Ding rein machen. Aber ansonsten ist es wichtig, dass ich den Puck aus der Gefahrenzone bringe. Darum ist es nicht so einfach. Jetzt heißt es, ist das Tor leer. Warum trifft er das nicht? Hier ist wichtig, dass ich normal mit Gefühl an der Panne das Ding runterschieße und dass ich hier noch Zeit gewinne. Sie haben das Engagement von Jerzy Kochta gesehen. Noch führt der Mannheimer ERC zu spielen, noch 15 Sekunden. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz großer Erfolg. Später in den Playoffs, wenn man aufeinander trifft, den besseren direkten Vergleich, das zählt nichts. Es zählt die Platzierung natürlich aus der Tabelle, aber sowas gibt Selbstvertrauen. Ja gut, und die Mannheimer sind ja erst, oder sind nur 4 Punkte vom vierten weg. Die letzten 13 Sekunden. Naja, jetzt ist es vorbei. Und das wird sogar noch ein Tor werden, sage ich mal. Oder doch nicht. Nein, es bleibt dabei. 2:3. Ein großer Erfolg für den Mannheimer ERC. Die Torschützen zweimal Lala, einmal Mike Heidt und auf Kölner Seite Jörg Meyer und Rabiel Heiderow. Vor 6.000 Zuschauern in der Kölner Eishalle. Das war's von uns. Dankeschön fürs Zuschauen und bleiben Sie dran, denn es geht weiter mit Spannung, mit Dramatik und ich sage nur mit Hallenfußball.